Region Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nur Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Meldungen. CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrat's nicht. Baku, Iran. Kartelle, Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich habe mir die Russen näher angeschaut. Ist eine schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Wer ist das? Макаров. Дамы и господа, наш самолет завершил набор высоты. Вы можете расстегнуть ремни. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Рентон oder Fisch, Gentlemen? Салат, bitte. Well, he has sex. John, Makarov ist frei.
Sag das nochmal! Makarov ist frei. Er ist aktiv, John. Abbruch! Wir kehren um! Dreh den Vogel um! Shadow 2, hier ist Kilo. Sind am Hafen. Ich melde mich, wenn die Fracht in meinem Besitz ist. Verstanden, Kilo. Wie sieht es aus? Soweit. Das verändert alles. Hoffentlich brauchen wir sie nie. Den Perimeter sichern. Bleib am Funk. Sicher doch. Lina, Ada. انكم نيها هي قوية مثلك. يلا عملت كل شي طلبتيه. حويتك مأمنة والمرسق فاضي، ما في حدا غيرنا. اول مينا مسكر من امبارح. منيها فرح. أنا ما خصني بس قوليلي هالهاوية أكيد كتير مهمة. أكيد بعد كل هالسنين صارت أوزخستان سالمة، إحنا عم نعيش حياتنا. ترجاك عملي كل شي بجهدك، نضل هيك. إحنا كلنا معك. إيه أكيد حويتك موجودة. دينا! تبت! ميلينا! С возвращением, Владимир! Ты создала для нас армию? Дело выгодное и правое. Камераден! Wir sind wieder vereint! Euer Einsatz, als ich fort war, und der Erfolg heute verdienen Zuspruch. И наказание. Иван, из-за того, что ты отверг мой план, мы потеряли драгоценное время. Время решает все. Командир, я принял правильное решение. Каждый несет ответственности за свои ошибки. Андрей, ты доказал свою преданность. Теперь ты моя правая рука. Спасибо, командир. Meine Mitstreiter, ich war nicht hier, aber ich war alle Zeit bei euch. Der Feind hat neue Macht an sich gerissen. Die ULF stahl wieder die Kontrolle in Urzikstan. Die Zeit ist gekommen und wir werden ihnen die Bedeutung wahrer Macht zeigen. In diesem Kampf geht's um Wahrnehmung. Eine Lüge fliegt, doch die Wahrheit kriecht daher. Kontrolliere, was Menschen glauben, und du kontrollierst die Welt. Das ist unsere Waffe. Und nutzen werden wir sie für russische Ehre, für Russland. Das wahre Russland! Der Westen liebt Entscheidungen. Er hat nur eine Wahl. Er muss tun, was wir wollen. Jede Sekunde zählt. Als Makarov entkam, mobilisierte er seine Armee an mehreren Fronten. Conny griff den Urzikstan-Hafen vor Sonnenaufgang an. Farah war dort. Verletzt. Negativ. Ihr Team kämpfte, erlitt Verluste, fügte Conny selbst Schaden zu. Sehr gut. Was war denn im Hafen? Eine Lieferung amerikanischer Raketen. Conny hat doch eigene Raketen. Was will Makarov mit diesen? Finden wir es raus.
Ich verfolge sie. Sobald ich etwas weiß, greifen wir ein. Du sagtest mehrere Fronten, Laszlo. Gib uns ein Ziel. Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Ursikstan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov. Was ist dann dort? Ihr vier, sobald ihr könnt. Roger, Ghost und ich sehen uns um. Soap und Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov Nuklearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los, Bravo. Laswell, es waren chemische Waffen. Makarov hat hochkonzentriertes Saringas. Habt ihr es sichergestellt? Negativ. Der Captain wäre fast draufgegangen. Wo ist er? Ich bin hier, Laswell. Wo sind die Raketen? Ich habe Farahs Raketen zu einem verlassenen Bunkerkomplex verfolgt. Gebaut im Kalten Krieg. Wir kennen diese Bunker. Genau wie Farah. Warum braucht Conny ein Silo für mobile Raketen? Gute Frage. Wir teilen uns auf. Ich treffe Farah beim Ziel. Wir verteilen uns und durchsuchen den Komplex. Wir müssen diese Raketen sichern. Gut. Ich breche nach Arklov auf und treffe einen Kontakt, der uns vielleicht helfen kann. Kastovianische Militärbasis. Wie kommst du lebend rein? Vorsichtig. Ich melde mich, sobald ich kann. Wir sehen uns hinterher. Gute Jagd, Bravo. Sechs an Ghost. Am Sammelpunkt, wie sieht's aus? Bin am Ziel bei Charlie. Du hast Alpha, Kilo nimmt Bravo. Rog. Sekunde! Verdammt, Farah. Wirkst nervös, alter Mann. Russland ist zurück in Ursikstan. Es sind Söldner. Die Conny-Gruppe hat gestern im Norden Chemikalien geklaut. Und morgens meine Raketen. In nur 24 Stunden, seit Wladimir Makarov aus seinem Knast spaziert ist. Flotter Kerl. Er macht verlorene Zeit wett. Abmarsch. Woher waren die Raketen? Shadow Company. Die Shadow Company hat nicht so viel Feuerkraft. Das sind Laufjungen, Kampffesten. Und Alliierte. Die haben mein Team angegriffen. Commander Graves tat das. Er bekam den Befehl, ja. Von wem? General Shepard. Hat Shepard dir die Raketen geschickt? Meine Waffen gehen nur mich was an. Er ist sehr gefährlich, Farah. Das sind wir alle, Captain. Hör zu. Ich will dich nicht anlügen, aber ich kann dir nicht alles sagen. Du nennst es vertraulich und ich geheim. Mein Land wird wieder belagert. Mein Bruder warnte uns. Da hängt viel mehr dran als Ursikstan. Dann helfen wir einander. Wie immer, du musst mir vertrauen. Aber klar. Gut. Wir sehen uns dann. Makarov? Du weißt es schon. Nur weil er es so will. Denkst du, er arbeitet für den Kreml? Würde mich nicht überraschen. Ich kenne jemanden, der es wissen könnte. Flieg mich hin. Wohin? Arklov Militärbasis. Die ist schwer bewacht. Kriegst du das hin? Wegen Makarov. Ja, klar. Ich muss rein und wieder raus. Könnte schnell brenzlig werden. Brenzlig ist mein Spezialgebiet. Das ist, was ich befürchte. Und dein Kontakt? Juri Volkov. Juri lässt sich bezahlen? Nie auch nur eine Münze. So ist er. Wann fliegen wir? Jetzt gleich. Unter dem Radar. Ganz genau. Noch eine Meile. Geh kein Risiko ein.
Setz mich nur ab. Ich ruf dich nachher. Roger. Roxanne, Roger. Kate? Laswell, bist du da? Hier ist Sex, hörst du mich? Es sind zwei Raketen unterwegs zur Akloff-Basis mit chemischen Sprengköpfen. Wenn du da bist, raus! Sofort! Eines russischen Passagierflugzeugs in den Bergen von Behörden vermuten, dass der Absturz vorsätzlich verursacht wurde. Der für die weiteren Ermittlungen unerlässlich ist, wurde bisher noch Passagierhandys könnten ebenfalls weitere Stunden aufziehen. Nach einem Raketenangriff auf die Arklov-Militärbasis. Die Kommunikation erlitt erhebliche Verluste durch direkte... Es könnte eine Verbindung zwischen den Vorfällen bestehen. Terrorismus jedweder Art nicht durchlaufen. Die Lage war nicht mehr so angespannt seit der... Das trägt ganz klar Makarovs Anschrift. Er hat in 72 Stunden mehr Schaden angerichtet als Conny in 5 Jahren ohne ihn. Das Flugzeug stürzte in meinem Land ab. Das war kein Unfall. Ich muss zur Absturzstelle und es beweisen. ICAO-Daten zeigen, dass es ein Flug von Kastovia nach Sochi war. Kontakt brach in dieser Region ab. Das reicht mir. Du musst dort sein, bevor die Behörden eintreffen. Um die Behörden mache ich mir keine Sorgen. Viel Glück, Fahrer. Die Absturzstelle ist da unten. Ich sehe sie. Arme Seelen. Jemand war schneller. Russische Söldner. Konigruppe. Makarov. Er wird es uns zuschieben. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Unsere Unschuld beweisen. Die machen uns nicht zu Terroristen. Nie wieder. Was hast du vor? Ich gehe da runter. Fahrer, das sind mindestens 20 Söldner. Wie kann ich dir helfen? Überwachung. Gib mir von oben Deckung. Ja, Mann. Eine frühere ULF-Soldatin mit einer Sprengweste in einem russischen Flieger. Sie zwangen sie. Da bin ich sicher. Samara, eine gute Kämpferin. Sie stieß während der Besatzung zu mir, aber ihre Familie ging vor. Was war an der Absturzstelle? Sie haben Beweise gegen uns platziert und den Rest eingesammelt. Wir töteten viele und nahmen die Handys. Und die Blackbox? Hab alles gelöscht. Schlau. So kann Makarov nicht die Wahrheit verdrehen. Wenn Conny-Agenten an Bord waren, sind sie irgendwie entkommen. Makarov hinterlässt keine Spuren. Manche werden glauben, die ULF sei verantwortlich. Dank dir gibt es keine Beweise. Man wird spekulieren, aber du hast Makarov gut ausgespielt. Das genügt nicht. Alex verfolgt Conny.
Wenn sie in Uruzgan sind, findet er sie. Verstanden. Wenn ich mich mit 141 treffe, wirst du erfahren, was wir wissen. Und Farah? Ja, Leswell? Tut mir leid wegen Samara. Mir auch. Wie hattet ihr euch? Sind noch hier. Meine Brüder. Wie geht's dir, Genosse? Jetzt besser, Captain. Verschissene Ultranationalisten. Security-Aufnahmen vom Flughafen. Er hatte einen Boardingpass für Flug 761. Falscher Pass. Oder Insiderjob. Wohl eher. Er ging einfach durch. Das war ein Spaziergang. Scheiß Makarov. Was haben Farah und Alex? Nicht genug für Beweise. Dieser Bastard bestückt amerikanische Raketen mit Chemiewaffen und tötet eigene Leute. Zivilisten. Und die Schuld gibt der Farah. Und den USA. Ihr spielt mit dem Feuer. Ford's Flag-Operation. Er will Krieg. Ost gegen West. Der Titelkampf. Fällt die Welt darauf rein, Kate? Es fehlt nicht mehr viel. Wir hatten ihn schon in der Scheißhand. Wir hätten ihn damals töten sollen. Was hielt euch ab? Gold Eagle an Bravo 6. Die Security meldet Schüsse und mindestens eine Explosion im Stadion. Mehrere Verletzte. Verstanden, wir sind unterwegs. Achtung, Makarov und seine Leute könnten noch drin sein. Falls ja, bringen Sie ihn raus, lebend. Verstanden, wo sind Sanitäter? Rettungskräfte kommen erst rein, wenn der Tatort sicher ist. Makarovs nächstes Ziel könnte die VIP-Lounge auf der dritten Ebene sein. Schöner Scheiß, Mann. Ich hätte dich nicht aufhalten sollen. Damals war es richtig, Captain. Ja, damals. Sichere Übertragung, Pentagon-ID. Ich hab keine Freigabe. Nein, Nick. Setz dich. Kate, reden wir. Ich habe nach Ihnen gesucht. John, die Familie beisammen, umso besser. Was wollen Sie? Wladimir Makarov, genau wie Sie. Fahren Sie fort, General. Neuigkeiten zu Makarovs Bankgeschäft. Geht uns am Arsch vorbei. So, wer das Geld findet, findet auch ihn. Wo sind die Infos her? Ohne Armee ist das nichts. Wieder falsch, Jungs. Unfucking fassbar. So, hab ich dir gefehlt? Was mich angeht, ich hab dich vermisst. Leswell, verfolg das zurück und ruf einen Luftschlag. Ghost, das ist nicht sehr nett. Was hast du vor? Ich mach meinen fucking Job, das solltest du auch mal versuchen. Mein fucking Job ist, Feinde zu töten. Dazu gehörst du. Bleiben wir doch professionell, Jungs. Captain, lassen Sie mich die Lage beschreiben. Sie wollen Makarov im Sarg haben und ich hab die Nägel. Und was wollen Sie dafür? Meinen guten Ruf. Ich werde so nicht abtreten. Ich will, dass mein Name rein ist. Sie haben Post, Kate. Ich melde mich. Ich habe Namen und Ort. Ich schicke niemanden auf eine Mission. Das ist keine Mission, das sind Infos. Er ist ein verdammter Lügner, Kate. Bei der CIA, John, erkennen wir Lügen. Und du auch. Captain, die es für Infos kennen wir. Macht keinen Unterschied. Das stimmt. Garrick hat recht, auch wenn ich's hasse. Boss, wir packen das. Johnny, wir beide? Na klar doch. Ihr seht euch vor. Klar? Was haben wir von Shepard? Wie viel davon kam von Graves? Die sind Komplizen, Jungs. Kriminelle. Zurzeit sind sie unsere Partner. Hab ihre Infos geprüft. Sind gut. Über Makarovs Geldgeberin. Eine Oligarchin namens Milena Romanova hat für Makarov jahrelang hinter den Kulissen agiert. Wo ist sie?
Eine Privatinsel. Isoliert und abgelegen. Eine Festung im Paradies. Ratet, wer für die Sicherheit sorgt. Conny Gruppe. Die Infos enthalten Baupläne und Bilder von der Oberfläche. Wonach genau suchen wir? Können wir Milena einfach schnappen? Nicht legal. Aber wir können an ihr Geld. Auf der Insel sind Server mit Zugriff auf ihre Bankkonten. Wir müssen die Sicherheitsprotokolle umgehen. Jemand dort hat einen Funkschlüssel. Findet ihn, damit kann ich mich einhacken. Wir gehen übers Wasser rein und teilen uns auf. Ich hol mir den Funkschlüssel, Ghost sichert den hinteren Bereich. Und die Aufklärung? Ich werde per Drohne aus der Luft koordinieren. Mir gefällt, was ich höre. Dann folgen wir dem Geld. Даже Shadow можно сломать. Сломать можно, как угодно. Если не Shadow добрались до Милены, то кто? Прайс. Вся его королевская рать. Не без помощи Shadow. Это просто взаимовыгодное отношение, уверяю тебя. Нам надо немедленно проработать информацию, полученную от Пенната. Поручите это мне. Нет, ты мне нужен здесь. Дивиде и Тимпер. Раз они нашли Милену, они могут найти и нас. А вы думаете, им что-то еще известно? Считай, что известно, я безвреден. Если они придут, то мы их встретим. Я хочу, чтобы все знали, что мы ни перед кем не остановимся. Мужчиной они, женщиной или дети. Ясно? Предельно ясно. Если разведданные от нашего друга Shadow подтвердятся, ты первый об этом знаешь. А если нет? Убей его, блядь! Wir haben Romanova gebrochen. Wie? Erweitertes finanzielles Verhör. Shepards Infos waren gut. Sind jetzt unsere. Was haben wir Brauchbares gekriegt? Eine von Romanovas Strohfirmen kaufte einen verlassenen Apartmentkomplex in St. Petersburg für die Conny-Gruppe. Wann? Vor kurzem. Ein Conny-Außenposten. Schätze ich auch, Captain. Ich habe jetzt den Standort. Satellitenbilder zeigen einen Bergungsballon auf dem Dach. Den braucht man nur, um schnell etwas wegzuschaffen, das niemand finden soll. Oder jemanden. Der Komplex ist ein Labyrinth. Gaz arbeitet sich nach oben. Ich behalte das Dach im Auge. Und die Extraktion? Heli ist zu riskant. Ihr müsst euch alles schnappen, was ihr kriegen könnt. Nick holt euch per Starflügler. Der Ballon. Skyhook. Wenn Makarov da ist, schnappt ihn Bravo. Sechs am Watcher, Drohne ist aktiv. Du solltest Sichtkontakt haben. Im Blick, John. Mehrere Conny-Truppen auf dem Dach des nördlichen Gebäudes. Keine Spur von Makarov. Er ist unser Junge, der Hofheld. Scheint dir das Sagen zu haben. Überprüfe. Mal sehen, ob wir ihn identifizieren können. Verstanden. Gas, bist du in Position? Wo stehen wir aktuell bei Nolan? Dem hat's die Sprache verschlagen. Ist jetzt mehr der stille Typ. Sie führen Krieg gegen die Welt, das steht fest. Er vertraut Makarov blind. Makarov braucht ihn. Er kontaktiert ihn laufend. Er weiß, dass was nicht stimmt. Du hast ihren Funk abgehört? So ist es. Nolan ist verstummt, aber sein Funk und Telefon sprechen Bände. Was wissen wir? Sie bringen jemanden oder etwas zu einem verlassenen sowjetischen Gefängniskomplex. Wo? Sibirien. Wann? Morgen. Das ist unsere Chance auf Makarov. Ist nicht gesagt, dass er da ist. Ich spekuliere drauf. Dachte ich mir. Nick kann euch rein und rausbringen. Ich will alle dabei haben. Auch Farah. Sie und Ghost sind die besten Scharfschützen, die ich kenne. Ihr könnt sie unterwegs aufsammeln. Ich geb's weiter. Wir brauchen C4 und Trockenanzüge. Wir werden nass. Makarov auch. Watcher an 07. Wie ist die Lage? 07 in Position mit Kilo. Bravo ist im Wasser. Verstanden. Wo ist unser Objekt? Konvoi nähert sich. Südosten, 4 Fahrzeuge. Irgendwas von Makarov? Noch nicht, aber das dritte Fahrzeug ist gut bewacht. Ghost an alle Bravo. Bestätigen. Dorthin. Was wird das? Entscheide dich. Laswell. Ohne die Sterne und Balken sehen sie aus wie Scheiße, General. Die Besten der Besten. Alle versammelt. Nur eine Ausnahme. Was ist die Agenda dieses Kriegsrats? Eine Wahl. Gebt ihr mir eine? Nein! Ich bin ganz Ohr. Reden Sie. Gestehen Sie alles. Sie wissen doch alles. Der Kongress nicht. Und ich wette, der wäre ganz Ohr, meint sie nicht?
Nur das? Nein. Waschen Sie mich rein. Sagen Sie, wer ich bin, was Sie mir gaben und warum. Niemand sonst hatte den Mumm, das für Sie zu tun. Für alle hier. Dann tun Sie das Richtige, General. All Ihr Wissen über Makarov und Ihren Hund Graves an der Leine. Sagen Sie ja, und wir bringen Sie heim. Oder Sie kriegen Alleinzeit. Und erfrieren hier. Die Version liegt mir mehr. Der Gefangene muss sich auf Selbsterhaltung konzentrieren, damit er schließlich bricht. Gut, dass Sie sich an Ihr Training erinnern, General. Wenn Sie mich verarschen, John, dann wird es Ihnen leid tun, dass Sie mich verschont haben. Los geht's. Okay, General. Was haben wir? Makarov hat vor, zu beenden, was er in Verdansk anfing. Er will, dass Conny heute Nacht beim Gora-Damm zuschlägt. Sprengt er den Damm, wird die ganze Stadt weggespült. Es gäbe viele Opfer. Wenn er seinem Plan treu bleibt, schiebt er es auf Farah und den Westen. Halten wir ihn auf. Ihr geht zum Damm. Alex und meine Leute haben Conny zu einem Flugplatz in Nord-Ursistan verfolgt. Vermutlich Makarovs Operationsbasis. Wir werden am Morgen angreifen. Deine Truppen brauchen Hilfe. Kriegen sie. Shadow gibt Luftunterstützung. Wir können Graves nicht so dicht an Farah und ihren Truppen Feuer regnen lassen. Ich vertraue auf Shadow. Sie wollten doch Graves an der Leine und genau das werde ich tun. Aber halten Sie sie kurz, General. Ihren reinen Namen. Verdammt richtig, ja. Guess und ich gehen mit Farah. Soap und Ghost übernehmen den Damm. Roger. Nick sorgt für den Transport. Ich starte einen Predator zur Überwachung. Lasst euch nicht schnappen. Niemals, Sir. Bleibt wachsam und passt auf. Viel Glück allen. Ghost und Soap haben am Damm eine Katastrophe verhindert und Makarov gestoppt. Jetzt bist du dran. Mit Farah und Alex wird es gelingen. Du und Graves seid im selben Team, John. Vergiss das nicht. Ich vergesse gar nichts. Sieht gut aus, Jungs. Wir sind bereit für Pre-Check. Bereit für Pre-Check. Ja, kann's losgehen. Wir agieren gemeinsam. ULF, 141 und Shadow. Alle zusammen. Yes. Alle zusammen? Ganz sicher? Wenn nicht, verlieren wir. Ist die Werk startklar? Trigger. Beginne Triebwerkscheck. Check. Startklar. Shadow ist betankt. Kontrolle. Komm. Freigabe zum Rollen, Shadow. Roger. Fliegen wir. Shadow 1, Bodenteam ist am Sammelpunkt Friedhof. Ihr gebt Deckung aus der Luft, während Sie die Chemikalien und Makarov aufspüren. Verstanden. Wir stehen tief in der Schuld unserer Taskforce. Und der ULF für den Erfolg gegen Wladimir Makarov und seine Privatarmee. Man hört einiges über die ULF. Sind Farah Karim und ihre Leute eine Terrororganisation? Nein, Farah Karim ist und war stets eine Verbündete der USA und unserer westlichen Partner in der Region. Woher hatte Commander Karim amerikanische Waffen? Fast ein Jahrzehnt lang belieferte ich Commander Karim. Und ihre Missionen gegen Al-Qaida und russische Einfälle in Ursikstan. Wer genehmigte Ihnen das? Keiner. Die Lieferungen waren illegal, aber sie retteten Leben. Und ich habe das Geld bewilligt. Ruhe, Ruhe bitte. General Shepard im Oktober 2022. Befahlen Sie da der Shadow Company das Feuern auf eine Taskforce unter Ihrem Kommando in Las Almas, Mexiko? Nein, tat ich nicht. Mr. Graves. Erhielten Sie den Befehl zum tödlichen Beschuss auf TF-141? Ja, so war es.
Ruhe! Ruhe hinten im Saal! Wer hat Ihnen das befohlen? General Herschel Shepard. Und was dann? Haben Sie den Befehl befolgt? Nein, habe ich natürlich nicht, Sir. Ruhe! Ruhe! Scheiße, die sind sich in den Rücken gefallen. Retten nur ihre eigene Haut. Jedermann für sich selbst. Der Unterschied zwischen ihnen und uns. Lassen wir das zu, Boss. Man führt einen Krieg zu Ende, indem man siegt. Keine Gefangenen. Gute Jagd, Commander. Gleichfalls, Captain. Nick, flieg Fahrer zurück, ja? Wird gemacht, Captain. Okay, zur Exfiltration. Wir fliegen heim. Watcher an Bravo. Schieß los, Watcher. Der MI6 gibt Kommunikation von Conny an uns durch. Mach es kurz, Kate. Wo sind Sie? Conny ist in London. Heilige Scheiße. Lebt Makarov noch? Es gibt Kommunikation von einem Zar 9-0. Sein Rufzeichen. Was machen die in London, Laswell? Laut Aufklärung trifft sich Conny morgen mit einer bekannten Black Hat im Greensbury Park. Eine Hackerin. Das ist unsere Spur. Auf was will Conny Zugriff? Wir müssen es rausfinden und verhindern. Die Hackerin führt uns zu Makarov. Conny ist in London. Er kann nicht weit sein. Sobald wir Infos haben, müssen wir schnell sein. Ich koordiniere mit der Londoner Polizei und SFO. Ghost, kling dich ins Londoner Überwachungssystem, sei unsere Augen. Der Rest von uns verfolgt das Ziel. Makarov könnte in unserem Hinterhof sein. Wenn wir erfahren, wo er steckt, schlagen wir zu. Vorerst folgen wir der Spur und finden ihn. Er war der Beste von uns. Der Toughste. Er hätte es mit der Welt aufgenommen. Wer wagt, gewinnt. Schlafe sanft, Soldat. Kannst wegtreten, Bruder. Wir übernehmen. Ruhe in Frieden, Johnny. John. General. Wer hat Sie eingelassen? Eine Freundin. Laswell. Sie sind doch einer von den Guten.
waren wir beide. In diesem Job muss man eben Opfer bringen für das größere Ganze. Allerdings. Auch Sie haben Leichen im Keller, John. Das werden Sie noch bereuen. Oh, ich bettle bestimmt nicht um mein Leben. Nicht vor Ihnen oder irgendwem sonst, Captain. Das wäre auch nutzlos.